Hallo meine lieben Kinder, heute befinden wir uns in der Villa des privaten Sanatoriums Vichyssert. Vor uns stehen Herbert Georg Beutler alias Isaac Newton, Ernst Heinrich Ernesti, genannt Albert Einstein, und Johann Wilhelm Möbius. Diese drei Personen sind verrückte, wirklich verrückte Physiker und leben als Patienten im privaten Irrenhaus. Am Morgen stehen Kriminalinspektor Richard Voss mit seinen zwei Laufburschen, Gul und Blocher, vor der Tür. Es gab einen Mord. Der zweite in 3 Monaten. Diesmal erwischte es Dorothea Moser, eine Krankenschwester. Der Täter erwies sich als Ernst Heinrich Ernesti, alias Albert Einstein. Er hatte sie in einem wilden Kampf erdrosselt. Spät am Nachmittag kehrte wieder Ruhe ein, nachdem die Polizisten die Leiche wegschafften und der Kriminalinspektor Richard Voss alles protokollierte. Am Abend geriet Krankenpflegerin Monika Stettler in die Fänge des Irrenphysikers Johann Wilhelm Möbius. Der Mord verlief wie der zweite, durch Erdrosselung. Daraufhin erschien wieder Richard Voss mit seinen zwei Gehilfen, Gul und Blocher. Voss sprach mit Möbius, der unbedingt verhaftet werden wollte. Doch Voss ließ ihn laufen und geht gelassen durch die Salontüre. Ein paar Minuten später. Mein lieber Möbius, wir werden nicht mehr von Schwestern bewacht. Wir werden von Pflegern betreut. Von riesigen Burschen. Das spielt keine Rolle. Vielleicht nicht für Sie, Möbius. Sie wünschen ja offenbar ihr ganzes Leben im Irrenhaus zu verbringen. Aber für mich spielt es eine Rolle. Ich will nämlich hinaus. Ihre Sache. Nicht ganz. Ein Geständnis, Möbius. Ich bin nicht verrückt. Aber natürlich nicht, Isaac. Das ist Johann Wilhelm Möbius. Vor kurzem ließ sich seine Frau Lina von ihm scheiden. Die beiden haben 3 Buben. Adolf Friedrich ist der Älteste. Er möchte einmal Pfarrer werden. Der zweite Sohn heißt Wilfried Kasper. Er ist 15 Jahre alt und möchte einmal Philosophie studieren. Zu guter Letzt kam dann der kleine Jörg Lukas. Er ist der Jüngste und möchte einmal ebenso wie sein Vater Physiker werden. Möbius ist seit knapp 15 Jahren in einem Irrenhaus, da er angibt, König Salomo zu sehen. Vor kurzem tötete er die Krankenschwester Monika. Naja, nun zurück zu den Irren. Aber ob die wirklich so irre sind? Bin ich doch, Isaac Newton. Ich weiß, Albert Einstein. Blödsinn, auch nicht Herbert Georg Beutler, mein Junge. Ich bin Kilton. Alec Jasper Kilton? Richtig. Der Begründer der Entsprechungslehre? Genau der. Sie haben sich hier eingeschlichen? Indem ich den Verrückten spielte. Um mich auszuspionieren? Um hinter den Grund ihrer Verrücktheit zu kommen. Und weil die arme Schwester Dorothea Ihnen auf die Schliche gekommen ist? Habe ich. Der Vorfall tut mir außerordentlich leid. Befehl ist Befehl. Selbstverständlich. Meine Mission stand in Frage. Ich musste töten. Schwester Dorothea hielt mich nicht mehr für verrückt. Die Chefärztin nur für mäßig krank. Es galt, meinem Wahnsinn durch einen Mord endgültig zu beweisen. Da geigt Einstein schon wieder. Lassen Sie den Verrückten ruhig weitergeigen. Sie haben den Auftrag, mich zu entführen? Falls sich der Verdacht unseres Geheimdienstes bestätigt. Der wäre? Er hält Sie zufällig für den genialsten Physiker der Gegenwart. Und wie kam Ihr Geheimdienst auf meine Spur? Durch mich! Ich las zufällige Dissertationen über die Grundlagen einer neuen Physik. Nicht nur Sie lassen die Dissertation kürten, auch ich las sie. Auch ich bin Physiker, auch ich bin in einem Geheimdienst, aber in einem sehr anderen als Ihrer. Ich heiße Josef Eisler und bei Ihnen dachte ich wirklich, dass Sie verrückt sind. Trösten Sie sich, ich Sie auch. Dann ist gut. Bei mir ging sehr viel schief. Gerade das mit Schwester Irene heute Nachmittag. Sie hat Verdacht geschöpft. Ich musste sie umbringen. Verstehe. Auch bei uns ist es die wichtigste Mission im ganzen Geheimdienst. Und nun will Ihr Geheimdienst mich auch zwingen, ach, Möbius, bewegen, Ihr Land aufzusuchen? Wir schätzen Sie als den wichtigsten Physiker aller Zeiten ein. Patient Beutler? Hier. Patient Ernesti? Hier. Patient Möbius? Hier. Oberpfleger Severns? Pfleger Murillo und Pfleger MacArthur begrüßen Sie. Auf Anordnung des Gremiums sind neue Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden. MacArthur, bitte schließen Sie die Gitter. Murillo, schließen Sie ab.
Haben die Herren noch einen Wunsch für den Abend? Nein. Patient Beutler? Nein. Patient Ernesti? Nein. Patient Möbius? Nein. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend. Wir empfehlen uns. Biest! Im Park lauern noch weitere Kolosse. Ich habe sie längst von meinem Fenster aus beobachtet. Solide. Beim Spezialschloss. Auch vor meinem Fenster mit einmal ein Gitter, wie hingezaubert. Gefangen! In einem Irrenhaus. Jetzt kommen wir nur noch gemeinsam raus. Ich will ja gar nicht fliehen. Aber Möbius. Ich finde nicht den geringsten Grund dazu. Ich bin mit meinem Schicksal zufrieden. Doch ich bin nicht damit zufrieden. Sie sollten auch den Weg den Nicht-Genialen öffnen. Ihr Geheimdienst ist uneigennützig. Mein Geheimdienst behauptet, sie hätten die Formel der allgemeinen Elementarteilchen herausgefunden. Auch Ihren Geheimdienst kann ich beruhigen. Die allgemeine Feldtheorie ist gefunden. Das ist zum Lachen. Da versuchen seit Jahren Horden von Physikern in riesen staatlichen Laboren in der Physik weiterzukommen. Und sie machen das mit links an einem Schreibtisch in einem Irrenanstalt. Das System aller möglichen Erfindungen, Möbius? Gibt es auch. Ich stellte es aus Neugierde auf. Es praktisches Kompendium zu meinen theoretischen Arbeiten. Es war meine Pflicht, die Auswirkungen zu studieren, die meine Feldtheorie und meine Gravitationslehre haben würden. Das Resultat ist verheerend. Neue, unvorstellbare Energien würden freigesetzt und eine Technik ermöglicht, die jeder Fantasie spottet, falls sie in die Hände der Menschheit fiele. Es wird sich kaum vermeiden lassen. Die Frage ist nur, wer zuerst an sie herankommt. Sie wünschen dieses Glück wohl Ihrem Geheimdienst. Warum nicht? Wir müssen uns entscheiden, für welche Gunsten wir die Wissenschaft anwenden. Ich habe mich entschieden. Unsinn, es geht um die Freiheit der Wissenschaft. Ob die Menschheit es versteht, ist ihre Sache, nicht die unsrige. Das sind jämmerlich, Kilton. Wenn Ihnen nur die Wissenschaft, die Freiheit von der Wissenschaft interessiert, warum sind Sie dann nicht zu uns gekommen? Auch wir können uns längst nicht mehr nur auf die Wissenschaftler konzentrieren. Auch unser politisches System braucht Ergebnisse. Auch wir müssen jetzt Möbius aus den Händen fressen. Unsere politischen Systeme müssen Möbius aus der Hand fressen? Machen wir es unter uns aus. Hol dich, Olbe. Kämpfen wir. Ich muss mich entschuldigen, dass es blutig enden muss. Aber wir müssen aufeinander schießen. Und auf die Pfleger. Und vielleicht auch auf Möbius. Auch wenn er wahrscheinlich der wichtigste Mann der Welt ist. Aber seine Manuskripte sind wichtiger. Meine Manuskripte? Ich habe sie verbrannt. Verbrannt? Was? Vorhin, als die Polizei da war. Die Arbeit von 15 Jahren? Das ist doch zum Irrwerden. Offiziell sind wir es schon. Damit sind wir völlig ausgeliefert, Möbius. Dafür muss ich eine Krankenschwester erdrosseln und Deutsch lernen. Und ich musste Geige lernen. Für einen völlig unmusikalischen Menschen. Eine Tortur. Wir sind drei Physiker. Wir müssen wissenschaftlich fortgehen. Das Ziel ist der Fortgang der Physik. Sie wollen ihr die Freiheit bewahren, Kilton, und streiten ihr die Verantwortung ab. Sie dagegen, Eisler, verpflichten die Physik im Namen der Verantwortung der Machtpolitik eines bestimmten Staates. Darüber verlange ich Auskunft, sollte ich mich entscheiden. Besoldung der Unterkunft ideal. Die Gegend mörderisch. Aber die Klimaanlage ausgezeichnet. Sind diese Physiker frei? Diese Physiker sind für die Landesverteidigung wichtig. Also nicht frei. Was ist bei Ihnen, Eisler? Auch Sie für die Landesverteidigung. Also, jeder preist mir eine andere Theorie an. Doch die Realität ist so. Ein Gefängnis. Gewisse Risiken muss man eingehen. Es gibt Risiken, die man nie eingehen darf. Der Untergang der Menschheit ist ein solches. Ich hätte meine Arbeit veröffentlichen müssen. Der Umsturz unserer Wissenschaft und das Zusammenbrechen des kompletten wirtschaftlichen Gefüges wären die Folgen gewesen. Das war doch keine Lösung. Die Vernunft forderte diesen Schritt. Es gibt für uns Physiker nur noch die Kapitulation vor der Wirklichkeit. Was wollen Sie damit sagen? Ihr besitzt Geheimsender? Na und? Benachrichtigt euren Geheimdienst, ihr hättet euch geirrt. Ich sei wirklich verrückt. Dann säßen wir hier halt lebenslänglich. Sicher. Gescheiterten Spionen kräht kein Haar nach. Eben. Na und? Ihr müsst bei mir im Irrenhaus bleiben. Wir? Ja! Ihr beide. Nur im Irrenhaus sind wir noch frei. Möbius. Kilton. Diese schreckliche Anstalt, diese schrecklichen Pfleger, diese bucklige Ärztin. Nun? Sperren uns ein wie wilde Tiere.
Wir sind wilde Tiere. Man darf uns nicht auf die Menschheit loslassen. Gibt es wirklich keinen anderen Ausweg? Keinen. Mein lieber Johann Wilhelm, ich bin ein anständiger Mensch. Ich bleibe. Ich bleibe auch. Für immer. Ich danke euch, um die kleine Chance willen, die die Menschheit nun noch besitzt, davonzukommen. Auf unsere Krankenschwester. Auf unsere Krankenschwester. Verwandeln wir uns wieder in Verrückte, geistern wir wieder aus Newton herum. Fiedeln wir wieder Kaiser. Lassen wir wieder Salomo erscheinen. Verrückt, aber weise. Gefangen, aber frei. Physiker, aber schön.